Neuer Tag, neues Glück und wie ihr seht, das Wetter wird immer besser. Wir haben heute sogar teilweise 4 Grad, das ist phänomenal. Ja, ich bin so froh, wenn der Schnee endlich weg ist. Das schaut zwar auf dem Video immer ganz schön aus, aber glaubt mir, vor Ort ist das alles andere als angenehm, wenn einem da irgendwann wirklich halb die Finger abfrieren, man die Technik nicht mehr bedienen kann. Und deswegen habe ich auch die Tage einiges leider nicht filmen können, obwohl ich das gerne gemacht hätte für mich und für euch. Aber das Klima hier ist wirklich hart gewesen, aber jetzt wird es, naja, nicht Frühling, aber wärmer. Shaoman haben wir eben gegessen. Das ist ja im Prinzip Fast Food, aber kein ungesundes. Es gibt sowas Ähnliches in der Republik bei uns, in Döner-Kebab-Läden. Aber hier wird das Ganze von Einheimischen betrieben. Und dann gehe ich auch gerne rein. Und das sind halt so gefüllte Teigtaschen, ja, mit Gemüse und Fleisch, frischen Kräutern, selbstgemachten Soßen. Und die kann man hier umgerechnet für 1 Euro, maximal 1,50 Euro, bekommen. Eine riesen Portion ist man satt. Und wenn es mal schnell gehen muss, ist das äußerst empfehlenswert. Und dann habe ich noch ein paar Gerippen getauscht. Und jetzt fahren wir aus Kiew heraus. Da freue ich mich auch sehr. Denn natürlich am Maidan ist es sehr schön. Ja, also wie halt in allen großen Hauptstädten. Es gibt beeindruckende Architektur zu sehen, wundervolle Museen, Denkmäler, historische Plätze. Aber die Außenbezirke sind natürlich furchtbar. Vor allen Dingen hier in Kiew, muss ich sagen. Das sind so richtige üble Legehennenbatterien. Solche Müllcontainer, absolut unmenschlich, wo Menschen aber drin wohnen, die sich daran noch gewöhnen. Also da ist selbst ein Plattenbau in Sachsen charmant dem gegenübergestellt. Und das sind Bauten, die stammen teilweise noch aus der Sowjetzeit oder werden auch in Industriegebieten natürlich heute im Kapitalismus sehr gerne errichtet. Und da merkt man eigentlich spätestens, wenn man noch einen gewissen Sinn für Ästhetik und für Harmonie hat und eben für Menschlichkeit, dass allein schon mal diese beiden Systeme absolut nicht menschlich sind. Ja, jetzt geht es raus, etwas mehr aufs Land und wohin, das erzähle ich euch gleich. Ja, liebe Freunde, ich will euch ja immer etwas Besonderes bieten. Und was kann es schon mehr geben, als wie wenn ich schon in der Ukraine bin, hier den Mechiidien zu besuchen, die ehemalige Residenz, denn ja, ich würde vielleicht sagen, Landhauspalast von Janukowitsch, dem früheren Präsidenten der Ukraine, der jetzt im Exil in Russland ist. Ich stehe jetzt vor dem ehemaligen Präsidentenpalast und lasse von hier aus die Drohne steigen und wir schauen uns das Ganze sogar noch von oben an. Thank you.
Wenn ihr denkt, ihr habt schon die größten Hartz IV-Mümmelsofas gesehen, ihr wisst schon, die größten Liegewiesen in bundesdeutschen Wohnzimmern zu noch komfortableren Fernsehbeschauung, dann kennt ihr noch nicht das Kanapee von unserem bescheidenen Viktor. Megalomanie der Extraklasse, auch im Freien und ja, hier kann man sich schon gemütlich hinmuckeln. Laufen wir aber lieber schnell zum Haupthaus zurück, denn gleich geht's los. So, ich warte jetzt hier am Eingang. In das Honka, dieses Holzhaus, ich würde es einfach als Landpalast bezeichnen. Ja, den Hauptsitz von Janukowitsch. Und es gibt hier unter anderem noch einen Yachtkai mit einer spanischen Galeere, ein privates Jagdgebiet, eine Reitanlage, eine Schießanlage und auch ein Zoo. Schaue ich mal gleich, ob das noch zeitlich passt. Bis um 17 Uhr haben die noch auf und ob wir noch das eine oder andere sehen können. Hier könnt ihr den Herrn Janukowitsch im Übrigen mal sehen. Und der hat sogar, oder soll sogar, goldenes Brot gegessen haben. Nicht nur hier in der hauseigenen Kegelanlage, überall im Anwesen muss man sich Tüten über die Schuhe stülpen, um den feinen Boden nicht zu verschmutzen. Nach dem Einstieg in die Präzisionssportart geht es erst einmal durch einen wintergartenähnlichen Flur des Oligarchen mit allerlei Trophäen, Grünzeug und Papageien. Hier ist noch Leben in der ansonsten verlassenen Honka. Ist es Kakadu? Ja. Ah, okay. Er ist nicht boring, wenn er alleine ist. Der arme Kakadu muss sich den ganzen Tag dem ukrainischen TV hingeben und ist sichtlich mehr an mir interessiert als an den neuesten Nachrichten. Can we have also a massage today here? Oh, it's empty now. Marble, marble, yeah. Gold. Oh. Marmor und Gold, wohin man sieht. Selbst im Spa-Bereich, dessen Heil- und Schönheitsräume der Präsident selber eher selten aufgesucht hat. Einige der Gerätschaften hier muten mehr als futuristisch an und erzeugen in der ganzen eher künstlichen Wellnesskulisse einen zusätzlich skurrilen Eindruck. Ah. Oh. But is still somebody use it also, or is it completely empty and nobody use it today? Spa? Yes. Or also only this area? Museum. Just museum. Mm-hmm. No function anymore. Yeah. Mm. Nobody use it. Spa. Sort of breathing health. Yes. Mm-hmm. Die Salzgrotte hier unten finde ich aber echt gut. Auch wenn ich kein Asthma habe, spüre ich das Mikroklima, was natürlich draußen in der Natur, zum Beispiel am Meer oder in einem Stollen, noch einmal besser die Schleimhaut befeuchtet. You don't like it? He was ugly and just his girls maybe or the guests? maybe, but not official guest. Mm. Because Janukowitsch said it's not for me. Yeah. Never used, but Janukowitsch don't box, ne? Viktor war aber auch hier selten zugegen, wahrscheinlich kerngesund und deswegen sah er es wohl auch nicht ein, diesen Sportraum zu besuchen, der wohl auch eher nur den Gästen vorbehalten blieb und da Boxen die Nummer 1 Sportart in der Ukraine ist, war hier wahrscheinlich mehr los. Die griechischen Athleten und Götter an der Wandvertäfelung schauen hier jedenfalls heroisch auf uns nieder, während es gleich um die Ecke, in den nun leeren Ankleideraum geht, der allerdings auf den zweiten Blick den Fluchtweg des Oligarchen freigibt. Fake because, yes, I think. We have special door to underground passage. Ah, yeah, Geheimgang in German. It's not a wardrobe. So maybe at the last day he runs here out, yeah? And 100 meters to the main house. Ah. Underground. Can we go there? Yeah. Yeah. Uh-huh.
Hier flüchtete der vom Volk vertriebene Präsident in den letzten Stunden seiner Amtszeit mit auserwählten Schmuckstücken und den teuersten Gemälde zu einem bereitgestellten Hubschrauber, der von russischen Soldaten bewacht wurde, und flog zu seinem Partner Putin, den er auch anschließend als Lebensretter bezeichnete. Da das ukrainische Landesgold seitdem auch in Russland verweilt, kann man sich gut vorstellen, warum Wladimir Viktor unter die Arme griff. In Russland lagert allgemein so einiges, auch aus unseren Gefilden, was dort definitiv nicht hingehört. Und habt ihr schon einmal einen solch komfortablen Fluchtweg gesehen? Tja, selbst im Worst Case sollte man sich Stil und Ästhetik bewahren. Oh. Ja. Ja. Das Video einer Überwachungskamera hielt von dieser Aktion im Übrigen einige Szenen fest und kann im Internet abgerufen und angesehen werden. Am Tag der Revolution stürmten dann auch die ersten Bürger das feudale Anwesen und erklärten den Landhauspalast kurzum zum Museum der Korruption. Paintings, guns, jewelry, cash, antiques. Yeah. 3 days. That was nice, though, huh? No, 3 days. Tracks, tracks, trash. Seven years ago. Okay. It's a parquet. 17 types of wood. 17 types? 17. Mm-hmm. Yes. Yeah, his bar was very famous. Yeah, I read about this a little bit. I worked as a bartender in the past. I think it would be very nice here to mix all the cocktail stuff. Oh, okay. The roof is very nice. Paintings, but yeah. From house in college too. Mm-hmm. So now they are in Russia. Mm-hmm. And he can live in Russia now without any problems, or? Yanukovych in Russia? Yeah. In Russia? Да. Yeah. Yeah. No problems. Yanukovych, Kremlin. Is he a friend from Putin, or? No, not friend. Partners. Okay. People from one mafia. No, I told you that Yanukovych from the Russian mafia corruption system. Yeah. Mm-hmm. I know. Gold. Country. Yeah. Country gold. In Russia. Tall country gold. Yeah. Hmm. Not nice. Marble. Now you'll see marble mosaic. Mm-hmm. So einen Aufzug habe ich auch noch nie zu Gesicht bekommen, geschweige denn benutzt. Entschuldigt die gelegentlichen Bildstörungen, selbst für meine Kamera war die Reizüberflutung zu stark. Dress from King's time. Yes. Nice. Nice. Mm-hmm. From the Middle Age. Yeah. Oh. Two materials. Marble and oak. Eiche oak. Mm-hmm. And what he used this room for? Dinner or? Dining room and cinema. Ah, cinema. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Irgendwie kommt die neuzeitlich aufgelegte mittelalterliche Ausstattung bei den niedrigen Wänden und dem neuen Gemäuer nicht wirklich authentisch und passend rüber. Lustig ist das Interieur aber alle Male und skurril, wie das echt tote Tierkrokodil oder so manche Materialien, die vom lieben Gott ursprünglich sicherlich auch für andere Zwecke vorgesehen waren. It's real. Yeah.
Color, not real. Skin, real skin. The skin. Mm. Barbecue. Ah, that's nice. That's a nice idea. Mm-hmm. Спробуйте знайти в цій кімнаті шкіру змії. Шкіру змії? Да. Try to find snake skin in this room. Snake skin? Snake. They already... Але дивіться, скільки їх. Кожна полосочка — це ж спина. Це одна змійка. Це спина. Yes. From Spain. From Spain. Mm-hmm. Oh. No, not for security. Ah. It's for security. The security guys also don't live bad here, huh? Ah. Can you watch a movie here? But I think screen is too small. A Panasonic, like my camera, you see? Yeah. Screen. Ah! Yes, yes. And sound system. Mm-hmm. Ну, якщо є спеціальний екран, то вже краще. Так, да, і це все звукова система. Speakers. Mm-hmm. І тут вже прослідковується, що для пари людей. Look, nine chairs. Like, yeah. Massage. Only two. Bigger. Ну, for me? Mm-hmm. Hier sah man gerne fern und die einzigen beiden Massagesessel waren natürlich Herrn Janukowitsch und Freundin vorbehalten. But the woodwork is amazing. Also this roof again. Мушля. Muscheln from sea, from ocean. Ah, Perlmutt. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, liebe Freunde, hier im Haupttrakt, vor dem kleinen Kronleuchter im ersten Stock, endet auch der erste Teil. Weitere Räume und Ausstattungen seht ihr dann in der nächsten Folge und ich gebe nochmal kurz ab ins Studio. Ja, kommen wir wie immer zu guter Letzt zu den löblichen Spendern. Euch hat der letzte Sommersonnenwende-Beitrag richtig gut gefallen. Der ging viral und das freut mich. Vor allen Dingen natürlich auch eure Unterstützung für die Arbeit. Und ja, los geht's. Der Tobias hat Aventura erneut und sogar gleich dreimal eine PayPal-Spende überwiesen. Eine davon auch an den Kreis der Gefährten, die die Sommersonnenwende ausgerichtet haben. Geht natürlich dahin. Vielen Dank. Und gemeint, ich schätze deine Arbeit sehr, echt spitze. Ebenso der David, sehr großzügig, der hat noch dazu geschrieben: Baldur, vielen Dank für dieses wunderbare Projekt. Ich hoffe auf noch sehr viel mehr davon. Heimattreue Grüße aus Schleswig-Holstein. Ja, viele Grüße zurück in den hohen Norden, in das Land zwischen Nord- und Ostsee. Ja, David, es wird doch noch viel mehr kommen. Die Expedition ist ja auf Jahre hinweg ausgelegt und die Höhepunkte meiner Ukraine-Reise, die seht ihr jetzt und in den kommenden Folgen. Zu guter Letzt die liebe Gudrun und der Pierre, ja, Dr. Pierre Krebs, vielen von euch natürlich sicherlich ein Begriff und ich bin wirklich
ja, sehr froh und stolz, solche Kameraden an meiner Seite zu wissen. Und danke für eure tolle Spende. Wird sicherlich eine Hilfe sein für die nächste Reise. Und nochmal für alle der Verweis, auch an dieser Stelle im Gegenzug. Ihr findet den Link in der Videobeschreibung, die Seite zu Ahnenrat, ahnenrat.org. Ja. Das Thule-Seminar und Ahnenrat stehen wirklich seit vielen Jahren ganz avantgardistisch und vorbildlich im metapolitischen Raum. Reichtum und Vielfalt der Gesichter Europas und der Völker, die Natur als Fundament, Sippenpflege und Nationaltrachten, Volkstrachten und vieles mehr. Schaut auf die Seite, ihr findet dort unglaublich viele Artikel und Bücherempfehlungen zu unserer Identität und zu all dem, was uns Weiße im heutigen Europa eigentlich beschäftigen sollte. Und ich kann euch nur empfehlen, speichert diese Seite in eurem Browser unter den Favoriten ab, sichert euch das Ganze und unterstützt auch dort das Projekt. Wir sehen uns im zweiten Teil, schauen wieder hinter die Kulisse, ja, in der Landhausvilla von Herrn Janukowitsch. Dann geht es mit anderen Themen weiter, da kommt noch einiges Spannendes auf euch zu. Und bis dahin eine gute Zeit, euer Baldur. You